alles willst nicht raten, wie ein Riesenspeicher, den man füllen muss. Doch was muss, das musst du merken, wann ist ja mal schlimm. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause in meine Welt durchs Internet. Ah, Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen. Entschuldigung, der Tisch ist reserviert. Oskar. Irene. Die beiden kennen sich. Ich kann es immer noch nicht glauben. Aber es ist so. Dein Vater ist auch mein Vater. Darf ich dir deinen Sohn vorstellen? Valentin, das ist dein Vater. Hallo Valentin. Schön, dich mal kennenzulernen. Ehrlich. Ich gebe auf. Ihr habt gewonnen. Und wenn ich um Gnade bitten würde. Aber dann müssten Sie als Hexe verkleidet einmal ums Schloss reiten. Und jetzt? Ja, was soll denn das werden, wenn es fertig ist? Das wird die neue Titelseite der Einstein-Homepage. Nee, oder? Das ist ja... Da bist du ja wieder. Aber das geht doch nicht. Die können dir doch nicht einfach so kündigen. Du siehst doch, dass es geht. Und was machst du, wenn es keine Stelle in Berlin oder Potsdam gibt? Da sind wir uns einig. Ich gehe nach München oder Hamburg oder Düsseldorf, egal wo. Hauptsache, ich krieg eine Stelle. Aber dann müssen wir ja wieder getrennt leben. Hey, Pino. Ciao. Das sind die Flyer für unser Konzert. Wo kann ich die hinlegen? Kannst du gleich hier selber verteilen, ne? Ah, klar. Hallo da. Einmal für die Signorinas. Du bist? Erdbeere. Und einmal Banane. Danke. Danke, Pino. Sag mal, weißt du, wo hier in der Nähe ein jüdischer Friedhof ist? Jüdischer Friedhof? No, weiß ich nicht. Warum willst du das wissen? Sie arbeitet an einem Projekt für Wölfchen. Ah, whatever. Hi, ich würde euch gern einladen. Danke. Pino, die Rechnung für die Shakes geht auf den Herrn. Sehr komisch. Nein, ich spiele morgen mit meiner Band Indigo zur Eröffnung der neuen Disco. Augenblick mal. Irgendwo erkenne ich dich doch. Bist du nicht einer von den kleinen Prinzen? Ja, ich bin Oliver Schuster. Ich war bis vor 4 Jahren hier auf dem Einstein. Und wo wohnst du jetzt? Bei meiner Mutter in Lübeck. Und wie kommt es, dass ihr mit eurer Band hier spielt? Das hat mein Vater arrangiert. Dem gehört hier der Fahrradladen. So eine Disco hat in Seelitz wirklich gefehlt. Das sehe ich ja anders. Hä? So eine Disco ist eine echte Konkurrenz für mich. Warum? Die verkaufen doch kein Eis. Ja, bekanntlich kann man Geld nur einmal ausgeben. Entweder für die Disco oder für die Shake. Hä? Hey Olli, warte mal. Sag mal, was spielt ihr eigentlich so für Musik? Na ja, wenn ihr wollt, dann könnt ihr ja mal reinhören. Danke. Pino? Das wäre doch kein Problem für dich, oder? No. Bitte, ja. Also, bis dann. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüss. Das ist ja echt stark. Hier. Danke. Ist die Jacke frisch? Gefällt sie dir? Nicht schlecht. Ist die von deinem neuen Vater? Ja. Wir waren in Fern das erste Mal zusammen einkaufen. Und sonst? Oh, er hat sich ziemlich Mühe gegeben. Also 4 Minus. Nein, mehr so 2 Plus. Aber irgendwie komme ich immer noch nicht so ganz damit klar, dass Annika und ich jetzt zur selben Familie gehören. Was ist jetzt eigentlich mit euch beiden? Was soll mit uns sein? Na, du weißt schon. Wollt ihr es genau wissen? Annika hat sich in so einen Typen aus ihrem Skikurs verliebt. War ich denn eifersucht? Nein. In meinem Kurs gab es eine ganz hübsche Italienerin. Die unbedingt bei dir Deutsch lernen wollte. Ja, das auch. Oh Mann, bin ich müde. Was ist eigentlich los mit dir? Du gehst ja die ganze Zeit schon wie ein Weltmeister. Hast du die ganzen Ferien über Party gemacht oder was? Nein, aber seit der letzten Woche schlafe ich keine Nacht mehr richtig durch. Und warum? Albträume. Und was träumst du Schreckliches? Dass ich mit tausenden von Gummibärchen in so einer Maschine schwimme und plötzlich kommt ein eisiger Wirbel von unten und zieht uns in die Tiefe. Dass du den Schweinen so viel Kartoffel an der Schale lässt. Welchen Schwein denn? Na, den, die Mama gleich von der Arbeit mitbringt, damit wir die Kartoffelschalen nicht unnötig wegwerfen müssen. Du, Vorsicht, noch ein Wort und wir tauschen. Hey. Na, ihr zwei? Hey. Seid ihr fleißig? Guten Abend, wie war dein Tag? Wie immer. Na, Süße? Danke. Ist denn schon Post für mich da? Die liegt auf dem Tisch. Ah ja. Sie
sieht nicht so aus, als ob was Interessantes dabei ist. Seit wann hast du denn Röntgenaugen? Da brauche ich keine Röntgenaugen. Das sind doch nur DIN A4-Umschläge. Ja, und? Da sind meine eigenen Bewerbungsunterlagen drin. Einladungen kommen immer im kleinen Kuvert. Ist ja interessant, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Könnte ich doch mal in meinem nächsten Film verwenden. Bitte, bitte. Schön, dass ich dir weiterhelfen konnte. Also sei doch nicht gleich wieder sauer. Vielleicht klappt das ja mit Hamburg. Was ist denn mit Hamburg? Davon weiß ich ja noch gar nichts. Da wird eine Abteilungsleiterin gesucht. Und Mama ist jetzt die Chefin, hat sie der Hamburger Staatsbibliothek empfohlen. Was? Gestern hast du doch noch gesagt, dass du dich nur in Berlin und Potsdam beworben hast. Franziska, darüber haben wir lange genug diskutiert. Wir können froh sein, wenn Mama überhaupt eine Arbeit findet. Das weißt du ganz genau. So. Ich setz jetzt meine Kartoffelwürfel auf. Hallo. Na, kann ich ran? Augenblick noch, bin gleich fertig. Ich bin jetzt aber eingetragen. Ja, ja, ich weiß. Aber im City-Chat ist gerade total spannend. Ach ja? Was ist denn da los? Da zoffen sich so ein paar und ich beobachte das schon seit einer ganzen Weile. Lass mal sehen. 88, Deutschland den Deutschen. Das ist nicht spannend, das ist beknackt. Warte doch mal, der bekommt doch gleich seine passende Antwort. Da ist sie ja schon. Erzengel, warum nicht gleich ganz Europa? Und das findest du komisch? Ach, der Erzengel verarscht doch nur den 88. Das sieht ja offenbar anders. Augenblick, ich bin ja auch noch da. Schlingpflanze? Sag mal, Spinze, du kannst dich deine E-Mail-Adresse im Chat nehmen. Boah, jetzt stör mich doch mal nicht. Eisland den Eisbären. Flüstern wir? Was soll denn das heißen? Dass er mit mir alleine reden will. Oh Gott, das machst du doch nicht etwa. Warum denn nicht? Da kann doch gar nichts passieren. Ist doch alles virtuell. Wie du meinst. Ich finde Chatten sowieso eine Zeitverschwendung. Man weiß ja noch nicht mal, wie die Jungs aussehen. Oh, dein Erzengel ist ja offenbar richtig verrückt nach dir. Wisst ihr was? Ihr geht mir auf die Nerven. Geht leider nicht, die Mädels hier im Schloss nerven mich. Bist du jetzt total bescheuert? Du kannst doch nicht verraten, wo du wohnst. Ach, red doch nicht so einen Quatsch. Hier gibt's doch nicht nur ein Schloss. Puh, das war knapp. Was ist denn los? Waren die Gummibärchen wieder hinter dir her? Ja, wir waren zusammen in so einer Maschine. Und die hat sich gedreht, immer schneller und immer schneller. Was für eine Maschine? Na, so ein Teil, in dem Gummibärchen hergestellt werden. Das habe ich mit meinen Eltern in den Ferien in so einer Fabrik besichtigt. Und seitdem hast du das? Ja, ich habe echt gedacht, ich kriege keine Luft mehr. Soll ich das Fenster aufmachen? Nein, danke, ich trinke nur einen Schluck Wasser. Hey, das ist Franziska. Hallo. Na, du bist ja heute so früh. Sollen wir dir noch bei irgendwelchen Hausaufgaben helfen? Nein, nein, ich hatte nur keine Lust, mit meinen Eltern zu frühstücken. Habt ihr Stress? Meine Mutter kriegt wahrscheinlich einen Job in Hamburg. Und deshalb bist du sauer? Sie ist an ihrer alten Stelle gekündigt worden. Sag das nochmal. Ja, da ist sie rausgeflogen. Und das erzählst du uns erst jetzt? Ich dachte, das käme so wieder in Ordnung. Aber wenn sie jetzt einen Job in Hamburg hat, dann ist doch alles in Ordnung. Nichts ist in Ordnung. Wieso nicht? Mein Gott, bist du blöd. Weil Franziska mit ihrem Vater und ihrer Mutter zusammenleben will. Deswegen sind sie doch hierher gezogen. Stimmt doch, oder? Ja, und ich will nicht, dass alles wieder so wird wie früher. Hey, ich hol dir mal einen Kakao. Und das mit Hamburg ist doch noch gar nicht gegessen. Hallöchen, Emily. Hallo. Sag mal, suchst du immer noch nach jüdischen Friedhöfen? Ja, ich habe sogar schon was gefunden. Aber auf diesen Karten sind weder Straßennamen noch Stadtteile. Dürfte ich vielleicht mal kurz nach meinen E-Mails sehen? Willst du schon wieder chatten? Nee, mein Vater wollte nur noch eine Nachricht schreiben wegen des Geburtstags meiner Mutter. Okay, aber sobald ich was sehe oder höre von Erzengel, dann fliegst du raus. Dankeschön. Gebt euch mit mir auf die Suche nach interessanten Spuren meines vergessenen Nachbarn. Ey, das gibt's doch nicht. Was gibt's nicht? Dieser Erzengel hat mich wirklich ausfindig gemacht. Na, du hast doch alle Mühe gegeben, damit das nicht so schwer hat. Was schreibt er denn? Dass er die Prinzessin Schlingpflanze unbedingt mal kennenlernen möchte.
An deiner Stelle wäre ich vorsichtig. Nachher versteckt sich hinter dem Erzengel noch ein kleines Teufelchen. Dem ich jetzt so ein paar Hörner aufsetzen werde. Schluss mit der Höllennummer. Spinnst du? Das ist ein Schwulcomputer und keine Beziehungskiste. Ich glaube, du bist ein bisschen verrückt geworden. Es dauert doch Stunden, ehe wir den wieder hochgefahren haben. Dann hast du wenigstens mal genug Zeit, darüber nachzudenken, ob du dich wirklich um deinen Erzengel schwingen willst. Wusstet ihr eigentlich schon, dass Jan seit über einer Woche nur noch von Gummibärchen träumt? Stimmt das? Ja, seit ich mit meinen Eltern in so einer Fabrik in Bonn war, geht das jede Nacht wieder los. Und im Traum isst du die dann alle auf? Na, eher umgekehrt. Klingt ja eher wie ein Albtraum. Ist das auch. Meine Tante sagt immer, bei Albträumen muss man sich seinen Ängsten stellen. Und wie soll das gehen? Na, zum Beispiel, wenn du was Schlimmes von Spinnen träumst. Besorgst du dir eine Vogelspinne und streichelst sie dreimal am Tag 10 Minuten. Und schwupps. Moment mal, habe ich das gerade richtig verstanden? Jan soll Gummibärchen streicheln? Ja, und nach ein paar Jahren sind die Albträume dann wie weggeblasen. Nee, jetzt mal im Ernst. Hast du schon mal mit Traumfängern probiert? Traumfänger? Was ist denn das? Das ist so ein indianischer Schmuck. Den hängst du dir übers Bett und da verfangen sich dann alle bösen Träume drin. Na, ist doch genauso ein Hokuspokus. Damit klappt es doch nie und nimmer. Hast du Albträume oder Jan? Jan, aber Valentin und ich können genauso wenig schlafen, wenn er jede halbe Stunde losschreit. Da hilft nur eins. Und das wäre? Ich schieb Jans Bett einfach auf den Flur. Mein Vater musste auch immer alleine schlafen, weil er so laut geschnarcht hat. Nee, dann nehme ich doch lieber so einen Traumfänger. Wo krieg ich denn sowas her? Wenn du willst, kannst du einfach meinen haben. Ich träume im Moment sowieso nur tolle Sachen. Herr Schäffner erwirbt einen Sparbrief über 5.500 Euro. Wie viel erhält er nach 3 Jahren bei dem Zinssatz von 3,5%, wenn ihm die Zinsen am Jahresende nicht ausgezahlt werden? Ist das nicht eine Zinseszinsrechnung? Richtig, Tessa, aber du warst gar nicht dran. Franziska, wie lautet die Formel dafür? Franziska, hallo, aufwachen. Ja? Ob du es glaubst oder nicht, Zinseszins ist was fürs richtige Leben. Das könnt ihr später in jedem Job gebrauchen. Wenn man einen kriegt. Ja, Charlotte, ich weiß. Es ist heutzutage auch mit einer guten Schulbildung schwer, eine Lehrstelle oder Studienplatz zu finden. Aber ohne Abschluss habt ihr erst recht keine Chance. Aber mit doch auch nicht wirklich. Außer man hat Glück oder Beziehungen. Ach, das ist ja interessant. Ihr meint also, ob ihr später Arbeit findet oder nicht, das hängt nicht mit eurer Ausbildung zusammen, sondern mit Glück? Mein Vater sagt immer, man muss nur die richtigen Leute kennen. Hat dein Vater noch mehr so eine schlauen Sprüche drauf? Ja. Zum Beispiel? Es gibt genug Arbeit. Die Leute müssen nur dorthin ziehen, wo die Arbeit ist. Du meinst, wo die Lohnkosten geringer sind? Tobias, spinnt doch. Sollen etwa alle Leute, die hier arbeitslos sind, nach Afrika auswandern? Ach so, habe ich das doch gar nicht gemeint. Es gibt Gegenden hier in Deutschland, die haben zum Beispiel keinen Arzt, weil da keiner hin will. Dafür gibt's aber auch gute Gründe. Und die wären? Wahrscheinlich ist es irgendwo JWD. Da gibt's keine vernünftigen Schulen und das nächste Kino ist 50 Kilometer weit weg. Ja und? Ja, Moment mal, Tobias. Was würdest du denn sagen, wenn deine Mutter Ärztin wäre, hier keine Arbeit findet und in dieses Dorf ziehen würde? Und du und dein Vater alleine blieben. Ja, okay, ich fände das auch nicht so komisch. Aber wenn man unbedingt Arbeit haben will, dann muss die Familie eben zurückstehen. Alles klar? Ja, von mir aus schon. Darf der Sohn eines Türken Bundeskanzler werden? Du bist dran. Okay, warum eigentlich nicht? Wetten, er beißt an? Wart's ab. Was hältst du von der Deutschen Bank? Da ist der Boss ein Schweizer. Den kannst du mir überlassen. Okay. So, ich steig aus. Was ist eigentlich mit dieser Schlingpflanze? Ah, da bin ich dran. Dahinter steckt da bestimmt ein Mädel. Was dagegen, wenn ich sie mir trotzdem mal anschaue? Aber vergiss nicht, das hier ist kein Spaß. Hier geht's um Deutschlands Zukunft. Der sieht aber gut aus. Darf ich den mal probieren? Finger weg. Der ist für die Abschiedsfeier. Ich weiß, aber irgendjemand muss ihn doch vorher kosten. Nix da. Guckst du nicht mal lieber noch mal nach der Post? Hab ich doch erst vor einer Viertelstunde. Na ja. Vielleicht ist sie ja inzwischen gekommen. Ist es wegen Hamburg? Ja.
Wäre doch super, wenn ich pünktlich zur Abschiedsfeier einen Termin zum Vorstellungsgespräch in der Staatsbibliothek hätte. Glaubst du da wirklich dran? Ich weiß, dass ich gut bin. Warum sollte ich den Job nicht kriegen? Na, ich weiß nicht, wie du feiern kannst, dass du entlassen wirst. Ich könnte das nicht. Naja, so richtig Lust habe ich auch nicht. Aber die Kolleginnen können doch nichts dafür. Und wer kann was dafür? Eigentlich niemand. Arbeit ist genug da. Aber niemand, der sie bezahlt. Bist du eigentlich die Einzige, die entlassen wird? Mhm. Es haben noch zwei andere Frauen erwischt. Wenn du nicht mehr arbeiten gehen würdest, könntest du doch viel besser deinen Hobbys nachgehen. Nein, meine Liebe, so nicht. Ich würde durchdrehen, wenn ich den ganzen Tag zu Hause bleiben müsste und Kuchen backen und eure Hosen bügeln. Nee, nee. Ich muss los. Aber du hast recht. Einer sollte den Kuchen vorher probieren. Hm? Ab sofort ist dein Bett absolut albtraumfrei. Ach, hoffentlich. Nicht alles ist Humbug, was man nicht mit Computern messen kann. Und wie funktioniert das jetzt? Du legst dich hin und schläfst ein. Den Rest erledigt der Traumfänger, wie der Name schon sagt. Und der lässt doch bestimmt nur gute Träume durch. Also bei mir klappt's ja auf jeden Fall. Alles Böse wird durch das Netz hier weggefiltert und der Amethyst, ich zitiere, bringt gute Vernunft und macht deine Gedanken mild und sanft. Wo hast du den Spruch her? Steht in der Gebrauchsanweisung. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Das heißt, da hängen dann morgen früh all die kleinen Gummibärchen, die Jan heute Nacht quälen wollten? Haha. Hör doch mal auf, das funktioniert nur, wenn er dran glaubt. Vielleicht sollten wir ihm noch Pfeil und Bogen mit ins Bett legen. Warum denn das? Naja, falls er heute Nacht statt von Gummibärchen von Grizzlies oder von Klapperschlangen angegriffen wird. Noch ein Wort und ich nehme am Traumfänger wieder mit. Aber beschwert euch nicht, dass ihr wieder nicht schlafen könnt. Schon gut, ihr habt gewonnen. Hoffentlich geht das auch für mich. Also ich hatte während der Stunde das Gefühl, Franziska und Tobias wären am liebsten aufeinander losgegangen. Irgendwie haben die Schüler doch recht, wenn sie keine wirkliche Berufsperspektive mehr sehen. Fangen Sie jetzt auch schon so an? Na, ich fange nicht auch noch so an. Das ist die Realität, die die Schüler jeden Tag im Radio oder im Fernsehen erfahren. Oder auch ganz bewusst zu Hause erleben, wenn der Vater, die Mutter oder Verwandte entlassen werden. Ja, und deswegen ist es so wichtig, was ich immer sage. Die Schüler brauchen ein gutes Rüstzeug für ihr Leben. Ach ja. Sind Sie sicher, dass das, was wir den Schülern so vermitteln, wirklich Rüstzeug fürs Leben ist? Ja, ich denke schon. Nehmen Sie zum Beispiel die Zinseszinsrechnung. Machen wir gerade. Auch wenn jemand die perfekt beherrscht, verschafft ihm das noch lange keine Lehrstelle. Ja, wollen Sie denn deswegen damit aufhören? Nein, natürlich nicht. Aber darüber hinaus sollten wir vielleicht mal damit anfangen, mit unseren Schülern über ihre Zukunftsängste zu reden. Ja, da kann ich Ihnen nur zustimmen. Allerdings ist dafür leider im Lehrplan kein Platz vorgesehen. Vielleicht sollten wir zu diesem Thema eine Arbeitsgemeinschaft gründen. Habe ich Sie richtig verstanden? Sie wollen eine AG arbeitslos gründen? Ja, warum denn nicht? Lieber Herr Direktor, weil der Titel an sich schon eine Lachnummer wäre. Außerdem frage ich mal, wer von uns hat die Zeit, sich wirklich in dieses Thema einzuarbeiten? Also ich nicht. Ich auch nicht. Ja, was wäre denn, wenn wenigstens jeder von uns in seinem Fach versuchen würde, sich des Themas anzunehmen? Ja, das ist doch schon mal ein Anfang. Also ich bin dafür. Ich auch. Wenn wir das Problem der Arbeitslosigkeit schon nicht lösen können, dann können die Schüler wenigstens erfahren, dass wir uns mit ihnen zusammen Gedanken über ihre Zukunft machen. Sag mal, wie findest du eigentlich diesen Oliver? Wer ist das denn? Der war mal hier auf der Schule. Das ist einer von den kleinen Prinzen, der öffnet heute mit seiner neuen Band die Disco. Machst du dir etwa Hoffnung? Wieso? So hohe Absätze kannst du gar nicht anziehen, dass du an den hereinkommst. Oh, na, das werden wir ja sehen. Sag mal, was ist denn jetzt los? Seit wann schminkst du dich denn? Ich hab eben Bock drauf. Hat dein plötzliches Interesse für Kosmetik vielleicht irgendetwas mit einem gewissen Erzengel zu tun? Nee, wie kommst du denn darauf? Hat er sich etwa bei dir gemeldet? Was dagegen? Er könnte also wirklich? Ja, und die Sprüche kannst du ersparen. Es wird nämlich ein Blind Date und nur ich kann ihn erkennen. Und wie? Hat er einfach eine Rose quer im Mund? Du, mach dir mal da keine Sorgen, ich werde ihn schon erkennen. Wahrscheinlich hat er Flügelchen wie ein Engel. Quatsch, und eine Harfe trägt er auch nicht unterm Arm. Ach ja? Bist du dir da sicher? Es ist mein Date oder deins? Deins. Aber pass auf, dass du nicht in den Regen kommst, sonst siehst du nachher noch 5 Jahre jünger aus. Haha, Witz, komm raus, du bist umzingelt. Hallihallo, jemand zu Hause? Scheint nicht so. Na, ich setz uns mal Wasser für den Tee auf. Hast du was dagegen, wenn ich die neue CD von den Fortunes einlege? Bitte bedien dich. Hey, ist das nicht der Song von unserem Casting? Du meinst Golden Walls?
Schade, dass Drin noch nicht mehr dabei ist. Dafür haben wir mehr von ihr. Stimmt auch wieder. Erwartest du was Bestimmtes? Die Maskenbildnerin wollte mir ein Foto schicken. Und, ist was dabei? Nee, nur Absagen für meine Mutter. Oh, verdammt, ich hab's geahnt. Was hast du geahnt? Na, das ist der Brief von der Hamburger Staatsbibliothek. Wenn ich nur wüsste, was da drin ist. Hm, was vermutest du denn? Eine Einladung zum Bewerbungsgespräch. Die Absagen werden immer in diesen großen Kuverts verschickt. Aber Einladung heißt doch nicht, dass sie angenommen wird. Ich würde trotzdem gern wissen, ob ich recht hab. Du willst den Brief doch nicht etwa aufmachen. Sie muss es ja nicht erfahren. Sag mal, spinnst du? Hast du noch nie was von Briefgeheimnis gehört? Ja, was würdest du denn sagen, wenn deine Mutter deine Liebesbriefe aufmachen würde? Das ist kein Liebesbrief. Wenn du wirklich wissen willst, was da drin steht, dann warte doch, bis deine Mutter nach Hause kommt und frag sie selbst. Ich bin aber jetzt neugierig. Also was ist? Kommt jetzt mit in die Disco oder nicht? Psst, sei doch mal leiser. Siehst du nicht, dass Jan schläft? Wer hätte das gedacht? Da liegt ja unser Albträumer, von Edelsteinen beschützt, lächelnd wie ein Gummibärchen. Ja, es scheint so, als würde der Traumfänger wirklich wirken. What's up? Noch ist nicht alle Tage Abend. Mal was anderes. Wusstest du, dass sie eine Disco der Türsteher haben? Nee, wieso? Naja, so wie du aussiehst, kommst du da, glaube ich, nicht rein. Ha, ha, ha. Nein, im Ernst, soll ich dir ein paar Klamotten borgen? Hilfe, wo bin ich? Scheint so, als ob dieser Traumfänger hier bei uns im Zimmer doch nicht funktioniert. Verdammt, das wird immer schlimmer. Und was ist denn diesmal passiert? Ich war wieder in dieser Maschine. Mitten unter den ganzen Gummibärchen? Ja, und dann kam da plötzlich so eine Hand, die hat nach mir gegriffen. Und dann war da noch so ein riesiger Mund. Der war ganz weit offen. Ich konnte seine Zähne ganz groß sehen. Aha, und was ist dann passiert? Dann bin ich aufgewacht. Also, wenn du mich fragst, das war der Gottschalk. Da hast du ja noch mal Glück gehabt. Denn eigentlich entkommt ihm gar nichts. Ich finde das echt völlig daneben. Bist du denn meine Freundin dann nicht? Ja, aber was du machst, ist kriminell. Du kannst ja gehen. Das würde die Sache auch nicht ändern. Und? Was ist hier drin? Ich denke, da willst du davon nichts wissen. Oh, sag schon. Liebe Frau Bauer, die laden meine Mutter für übermorgen zum Vorstellungsgespräch ein. Oh Gott, da kommt jemand. Nee, du verrätst mich. Hallo, Franziska. Hallo, Papa. Hallo, Tessa. Was verschafft uns die Ehre? Hallo, wir waren shoppen. Und, war der erfolgreich? Ja, ja. Klingt ja nicht gerade sehr begeistert. Ist noch ein bisschen Wasser da, hätte auch gern Tee. Ja, kein Problem. Nett von euch, danke. Franziska, ist das die ganze Post hier? Ja, wieso? Ah, ist komisch. Gar kein Brief aus Hamburg dabei? Hast du gedacht, dass gleich am ersten Abend so voll wird? Na klar. Nicht schlecht der Schuppen, oder? Ja, lässt sich aushalten. Also ich gehe schon mal rüber zur Band, ja? Du meinst zu Olli? Nur kein Neid, du kannst ja mitkommen, wenn du willst. Danke für die Einladung. Hi, Oliver. Hey. Hi, schön, dich wiederzusehen. Ich wollte dir nur deine CD zurückbringen. Ach, das ist doch nicht nötig. Die kannst du gerne behalten. Danke. Seid ihr startklar? Gut sein. Der Blonde da in der schwarzen Jacke, der könnte mir gefallen. Meinst du den da? Die Finger runter und guck nicht so auffällig hin. Wetten wir, dass du bei dem keine Chance hast? Das werden wir ja sehen. Ich gehe jetzt erstmal und guck, wie ich aussehe und dann greife ich an. Kommst du mit zur Toilette?
Leute, keine Panik. Ich check die Lage wie der Captain der Titanic. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen.